Schönen guten Morgen, liebe Genossinnen und Genossen, und herzlich willkommen in Adlershof, der Stadt für Wirtschaft, Wissenschaft und Medien. Ich glaube, es ist gut, dass wir diesen Ort für diese Tagung ausgewählt haben, weil Adlershof steht beispielhaft für die Überwindung des dramatischen wirtschaftlichen Strukturbruchs, den Berlin nach der Wende erlebt hat. Wir erinnern uns alle, in den 90er Jahren dramatischer Abbau von Arbeitsplätzen, über 200.000 industrielle Arbeitsplätze sind verloren gegangen. Und zu diesem Zeitpunkt haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen der ehemaligen Akademie der Wissenschaften der DDR, die, wie es damals so schön hieß, nicht positiv evaluiert worden sind, die ihren Arbeitsplatz verloren haben, sich selbstständig gemacht und ihr Wissen, ihre Kenntnisse genutzt, um hier über neue Produkte, neue Verfahren, neue Technologien etwas Neues zu beginnen und sich eine Existenzgrundlage zu schaffen. Sie sind in die Kooperation gegangen mit noch verbliebenen Einrichtungen der Akademie der Wissenschaften. Und damit haben sie eine Initialzündung gegeben dafür, dass der bundesweit größte Technologie- und Wirtschaftspark entstanden ist mit öffentlicher Unterstützung, dass heute hier über 14.000 Menschen Arbeit finden, dass von diesen Arbeitsplätzen weitere 14.000 Arbeitsplätze in Berlin abhängen, also 28.000 Arbeitsplätze als Arbeitsplatzeffekt für Berlin und für die Berlinerinnen und Berliner. 340 Millionen Steuereinnahmen werden hier generiert. Das Wachstum der Wertschöpfung in den letzten Jahren, chinesische Wachstumsraten um die 10% regelmäßig jedes Jahr. Und hier entsteht auch eine neue Industrie, weil hier entstehen Solarindustrie, haben sich Solarunternehmen angesiedelt, wachsen hier. Hier findet Forschung statt für Batterie- und neue Speichertechnologien. Das all die Voraussetzungen für die ökologische Wende. Hier wird daran gearbeitet, liebe Genossinnen und Genossen, und daran haben wir mitgewirkt. Und das ist eine Erfolgsgeschichte für Berlin, aber auch für die Linke, liebe Genossinnen und Genossen. Und hier in Adlershof wird, kurz gesagt, an der Zukunft gearbeitet. Und Adlershof steht für das, was wir für ganz Berlin wollen. Wir wollen, dass dieser große Reichtum, den wir in dieser Stadt haben, in den Universitäten, in den Fachhochschulen, in den außeruniversitären Forschungseinrichtungen, dieses immense Wissen, das hier besteht, dass die Talente und die Kreativität der Berlinerinnen und Berliner genutzt werden, um neue Produkte, neue Verfahren zu entwickeln und damit neues Wachstum und neue Beschäftigung zu kreieren. Wir wollen dieses Wissen, das in dieser Stadt existiert, was unser größter Reichtum ist, nutzen für die Lösung der ökologischen Weltprobleme. Wir wollen neue Verkehrskonzepte für Ballungsräume entwickeln. Und das heißt auch neue Verkehrstechnologien, Stichwort Elektromobilität, an dem wir gegenwärtig arbeiten. Wir wollen, dass in der Gesundheitswirtschaft neue Therapien und neue Formen der Prävention entwickelt werden. Und wir wollen, dass Antworten auf die demografische Veränderung entwickelt werden, zum Beispiel bei dem altersgerechten Umbau der Wohnungen und der Stadt. Und all das, liebe Genossinnen und Genossen, das schafft Arbeit für Berlinerinnen und Berliner. Und wir wollen, dass diese Arbeit existenzsichernd ist und dass dies gute Arbeit ist. Ich habe auf dem letzten Parteitag schon darauf hingewiesen. Wir haben in Berlin die Trendwende im Strukturwandel geschafft. 15 Jahre, von 1990 bis 2005, ist die Berliner Wirtschaft geschrumpft, ist der Abstand zum Bund immer größer geworden. Seit 2005 holen wir auf, wir haben höhere Wachstumsraten als der Bund und vor allen Dingen, wir haben einen Zuwachs an Beschäftigung. Und Adlershof zeigt, wie die Strategie aussehen muss, wie man weiterhin unser Ziel erreichen kann, das wir im Wahlprogramm formuliert haben, 150.000 neue Arbeitsplätze für Berlinerinnen und Berliner in der nächsten Legislaturperiode. Das ist ambitioniert, aber es ist erreichbar und lasst uns gemeinsam dafür arbeiten, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich sage auch ganz klar, unser Motto ist dabei Innovation statt Billiglohn.
Wir wollen gute Arbeit für die Berlinerinnen und Berliner. Wir wollen keinen Wettbewerb um die niedrigsten Löhne, keinen Wettbewerb um die längsten Arbeitszeiten und keinen Wettbewerb um die schlechtesten Arbeitsbedingungen. Wir wollen einen Wettbewerb der Ideen. Wir wollen einen Wettbewerb um Qualität und wir wollen einen Wettbewerb um Kreativität. Damit wird sich Berlin beweisen und damit können wir erfolgreich sein. Und das ist unser Motto, liebe Genossinnen und Genossen. Und wer einen solchen Wettbewerb will, um die Kreativität, um die Ideen und um die Qualität, das, liebe Genossinnen und Genossen, hat zur Voraussetzung gute Arbeit und Qualifizierung und Bildung für die Menschen. Das ist die Voraussetzung und dafür steht die Linke. Und hier liegt allerdings noch vieles im Argen, weil ihr wisst alle, wir haben bundesweit eine Entwicklung, dass sich Entlohnung, Arbeitsbedingungen immer mehr verschlechtern. Wir haben seit der Agenda 2010 ein riesiges Wachstum des Niedriglohnsektors, bundesweit 25%, in Berlin 27%. Immer mehr der Arbeitsplätze, die entstanden sind, sind keine Vollzeitarbeitsplätze mehr. Sie sind häufig nicht existenzsichernd. Und die Leiharbeit hat nach der Wirtschaftskrise 2009 gegenwärtig im Bund wie in Berlin ihren Höhepunkt erreicht. Noch nie ist so viel Leiharbeit eingesetzt worden wie gegenwärtig. Und ihr wisst alle, Leiharbeit wird überwiegend als Instrument des Lohndumpings eingesetzt. Das heißt, wir haben eine grandiose Deregulierung des Arbeitsmarktes in den letzten Jahren gehabt, die sich auch in Berlin massiv auswirkt. Und das ist die Ursache dafür ist die Agenda 2010. Und das Ziel damals war explizit der Ausbau eines Niedriglohnsektors. Und alle waren dabei, SPD, Grüne, CDU, FDP. Und es gab eine Partei, liebe Genossinnen und Genossen, die gestanden hat und gesagt hat, das führt in eine verhängnisvolle Entwicklung. Das war die Linke. Die Linke hat im Bundestag gestanden, sie hat in den Länderparlamenten gestanden und wir haben verhindert, dass Berlin im Bundesrat dieser Gesetzgebung in den einzelnen Etappen zustimmt. Und ich weise an dieser Stelle auch noch mal darauf hin, wer damals alles im Kabinett Schröder saß. Unter anderem Renate Künast, damals Ministerin im Kabinett Schröder. Und ich glaube nicht, dass sie nicht da war, als über die Agenda 2010 im Kabinett beschlossen wurde und sich vielleicht irgendwo mit Herrn Sonnleitner um den ökologischen Landbau gekümmert hat. Glaubt, sie hat gewusst, worüber beschlossen wurde. Und Jürgen Trittin war auch nicht unterwegs und hat sich um den Dosenpfand gekümmert. Es kann sein, dass Joschka Fischer mit Madeleine Albright gerade gefrühstückt hat. Aber sie haben alle gewusst, was sie beschlossen haben. Und dann lese ich jetzt in der Zeitung, in einem Interview mit Renate Künast, angesprochen auf das Thema Hartz IV, die Bemerkung, ja, das war damals so der Zeitgeist. Liebe Genossinnen und Genossen, das hat mich einigermaßen fassungslos gemacht, als ich das gelesen habe. Es ist aber auch gleichzeitig eine sehr ehrliche Aussage, über grüne Politik. Nämlich mal gucken, woher so der Wind des Zeitgeistes weht und danach das Fähnchen in den Wind hängen. Das erklärt vielleicht auch das Theater, das wir in den letzten Wochen gesehen haben. Mal Renate Künast gegen Gymnasien, das nächste Mal für Gymnasien. Den einen Tag gegen einen internationalen Flughafen, für einen Regionalflughafen, nächste Woche für ein internationales Drehkreuz. Den einen Tag kritisieren uns die Grünen, weil wir mit den Gewerkschaften einen Tarifvertrag abgeschlossen haben, mit dem wir die Angleichung an das Bundesniveau wieder ermöglichen, sagen, das gibt der Haushalt nicht her. Kaum stellen die Gewerkschaften eine Tarifforderung auf, schwenken die Grünen die Fahnen, ja, das muss der Senat sofort erfüllen. Die Grünen kritisieren uns als Linke, weil wir sagen, die Grenze des Personalabbaus im öffentlichen Dienst ist erreicht. Sagen, der Personalabbau muss weiter fortgeführt werden. Und wenn man sich Ihr Wahlprogramm ansieht, geht es da munter weiter. Ohne Personal wird das nicht gehen. Liebe Genossinnen und Genossen, ich sage, Konsistenz in der Politik
Verlässlichkeit und Glaubwürdigkeit geht anders als das Fähnchen permanent nach dem Zeitgeist zu richten und sich nach der Presselage des nächsten Tages zu richten. Politik verlangt Konsequenz und vor allen Dingen Politik verlangt Überzeugung, liebe Genossinnen und Genossen. Und da ich sage, die größte politische Leistung der Grünen, die größte politische Leistung der Grünen besteht darin, dass sie es geschafft haben, und davor ziehe ich bewundernd den Hut, muss man ihnen neidlos lassen, dass sie es geschafft haben, in der Öffentlichkeit den Eindruck zu erwecken, Agenda 2010 und Hartz IV war allein die SPD. Dass sie das denen allein an die Backe haben kleben können, ist eine geniale Leistung. Aber ich sage, sie waren dabei, sie haben mit dafür gestimmt, und daran sollten wir immer wieder erinnern, liebe Genossinnen und Genossen. Und wenn Renate Künast sagt, Hartz IV, das war so eine Frage des Zeitgeistes, sozusagen eine Mode, die man so mitmachen musste damals, dann sage ich, wenn eine verantwortliche Politikerin sagt, dass die größte Zäsur im bundesdeutschen Sozialstaat, der größte Angriff, der auf die sozialen Sicherungssysteme seit 1949 gestartet worden ist, dass das ein Thema war, wo man so mal mit der Mode mitgehen musste, da sage ich, liebe Genossinnen und Genossen, da verschlägt es mir die Sprache, und das kann nicht sein. Und das sollten wir deutlich machen, mit welcher Verantwortungslosigkeit hier gearbeitet wird und agiert wurde. Vor allen Dingen, wenn man sich ansieht, die Resultate und die Verantwortung, die damit verbunden ist. Ich habe schon gesagt, der Marsch in den Niedriglohnsektor, 2/3 davon Frauen. Das sage ich auch der Partei, die immer das Thema Frauenemanzipation und Gleichstellung auf ihre Fahnen schreibt. Vorprogrammierung von Altersarmut ist damit verbunden. Hier tickt eine soziale Zeitbombe, die wir uns in ihrer Dimension, glaube ich, noch nicht klar machen. Und dazu sagen, das war eine Mode, die man mitgehen muss, und da sage ich, nein, liebe Genossinnen und Genossen, eine solche Partei und solches Personal brauchen wir nicht an der Spitze der Berliner Regierung. Und ich würde auch nicht empfehlen, Pyromanen bei der Feuerwehr einzustellen. Und deshalb gehört Renate Künast weder in die Regierung in Berlin noch im Bund. Und deshalb sollten wir dafür kämpfen, dass die Linke so stark wie möglich ist, als die einzige Partei, die den Marsch in den Niedriglohnsektor und in die soziale Demontage sich entgegengestellt hat, liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Genossinnen und Genossen, wir haben uns immer eingesetzt auf der Bundesebene für die flächendeckende Einführung eines gesetzlichen Mindestlohns, für die gleiche Bezahlung der Leiharbeit. Aber wir haben nicht nur auf der Bundesebene geredet und kritisiert, sondern haben auch da, wo wir es konnten, was getan. Und wir werden das auch weiter tun. Wir haben mit dem Vergabegesetz soziale Mindeststandards eingeführt und waren damit Vorreiter bundesweit für andere Vergabegesetze. Wir haben die Wirtschaftsförderung an soziale Kriterien gebunden, mit denen wir Niedriglohnarbeit nicht mehr subventionieren. Und ich nehme gerne auch den Vorschlag, den der sozialdemokratische Kollege Machnik aus Thüringen gemacht hat, auf. Man soll ja die Sozialdemokraten, wenn sie eine vernünftige Idee haben, auch durchaus mal loben, der seine Wirtschaftsförderung auch unter anderem gebunden hat daran, dass eine bestimmte Quote von Leiharbeit und dass damit dieser Wildwuchs mit der Leiharbeit, der mit der Leiharbeit getrieben wird, dass nach einer solchen Quote es keine Wirtschaftsförderung mehr gibt. Und hier, liebe Genossinnen und Genossen, arbeiten wir gegenwärtig daran, auch ein solches Modell für Berlin zu entwickeln. Wir versuchen mit den Mitteln, die wir in Berlin haben, dem Marsch in den Niedriglohnsektor und die Ausweitung der prekären Beschäftigung entgegenzutreten. Und deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, ist für uns auch der öffentlich geförderte Beschäftigungssektor so wichtig. Der öffentlich geförderte Beschäftigungssektor ist ein Gegenmodell gegen Hartz IV, gegen die 1-Euro-Jobs und den Versuch, die Leute unter den Druck zu setzen, dass sie Arbeit um jeden Preis annehmen müssen. Und deshalb haben wir mit dem öffentlich geförderten Beschäftigungssektor ein Modell geschaffen,
mit dem wir zu tariflicher Bezahlung oder zumindest zu den Bedingungen des Mindestlohns hier reguläre Arbeitsverhältnisse schaffen. Und diese Arbeitsverhältnisse sind aus der sozialen Infrastruktur der Stadt nicht mehr wegzudenken. Und wenn die Sozialdemokraten sagen, das ist eine Privilegierung einer bestimmten Gruppe von Langzeitarbeitslosen, und viele Langzeitarbeitslose kommen ja gar nicht in den Genuss eures öffentlich geförderten Beschäftigungssektors, dann sage ich ja, das ist ein Problem. Aber die Schlussfolgerung, dass es einigen Tausend diese besseren Beschäftigungsverhältnisse zugutekommen, die Schlussfolgerung kann doch daraus nicht sein, sie alle wieder auf das gleiche, prekäre, nicht existenzsichernde Niveau zurückzuführen, sondern die Schlussfolgerung kann doch sein, dafür zu kämpfen, dass die öffentlich geförderte Beschäftigung zu tariflichen Bedingungen bzw. zu Mindestlohnbedingungen ausgeweitet wird und nicht reduziert wird, liebe Genossinnen und Genossen. Und das müssen wir den Sozialdemokraten im Wahlkampf auch vorhalten. Wer das den öffentlichen Beschäftigungssektor angreift, wer ihn zurückfahren will, wer ihn demontieren will, der will zurück zur zum alten Modell von Hartz IV, zu prekärer Beschäftigung und damit zur Forderung, Arbeit zu jedem Preis anzunehmen, den Druck auf die Beschäftigten zu erhöhen. Dagegen stehen wir und dagegen kämpfen wir, liebe Genossinnen und Genossen. Und deshalb scheint es ja jetzt so zu sein, dass es zumindest zwischen Carola Blum und dem Finanzsenator eine Einigung gibt, dass zumindest die Stellen, die wir gegenwärtig haben, gehalten werden können und dass die 2.200 Stellen Bürgerarbeit, die da in der Pipeline sind, auch finanziert werden können in diesem Jahr. Ich bin mal gespannt, ob der regierende Bürgermeister das auch so sieht. Es gibt ja da durchaus unterschiedliche Meldungen. Ich sage aber, das ist das absolute Minimum, was jetzt in dieser Legislaturperiode noch geschehen muss, dass diese 2.200 Stellen kofinanziert werden können. Das war, ist Koalitionsvereinbarung, das ist Koalitionsvereinbarung. Und ja, wir erwarten an dieser Stelle Vertragstreue. Und nach dem 18. September wird neu darüber geredet, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich sage an dieser Stelle auch, ich verlange auch Konsequenz. Wenn die Sozialdemokraten den Mindestlohn auf der Bundesebene fordern und sich gegen die prekäre Beschäftigung wenden, dann sollen sie da auch in Berlin konsequent sein. Und wenn sie ansonsten überall 8,50 Euro fordern, dann gilt das auch für unser Vergabegesetz. Wir sind damals im Gesetzgebungsverfahren für 8,50 Euro eingetreten und die Sozialdemokraten wollten es nicht. Und wir werden jetzt im Wahlkampf dafür eintreten, 8,50 Euro sofort und dann die Anpassung an die Preis- und die Tarifentwicklung, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist ein Thema, das wir im Wahlkampf thematisieren und aufgreifen sollten. Liebe Genossinnen und Genossen, zu guter Arbeit, zu Zukunftsperspektiven hört natürlich ganz zentral auch das Thema gute Bildung und Qualifizierung. Das ist entscheidend für die Zukunftschancen. Das entscheidet oft frühzeitig über den Lebensweg junger Menschen, ob sie eine Chance haben, später einen Arbeitsplatz zu bekommen, ob sie eine Chance haben, eine gute Weiterbildung zu bekommen. Und deshalb ist das eine Schlüsselfrage für den sozialen Zusammenhalt in dieser Stadt. Unser Prinzip ist, wir wollen eine Bildung für alle, wir wollen gleiche Bildungschancen für alle, unabhängig von der sozialen Herkunft, der Nationalität. All das darf nicht entscheidend sein, sondern wir müssen die individuellen Fähigkeiten, die individuellen Talente, die jedes Kind hat, müssen wir wecken und müssen wir ermöglichen. Und liebe Genossinnen und Genossen, dass es geht, dass alle gleiche Chancen haben können, sieht man zum Beispiel an der Rütli-Schule. Ich erinnere mich, dass das im Wahlkampf 2006 ein großes Thema war. Und das Desaster an der Rütli-Schule, dass die überwiegende Mehrheit der Schülerinnen und Schüler dort keinen regulären Abschluss gehabt hat, dass die Lehrer und Lehrerinnen Brandbriefe geschrieben haben, dass es zu Gewaltvorfällen dort kam. Das war sozusagen der Inbegriff für ein Scheitern von Schule. Heute, liebe Genossinnen und Genossen, ist die Rütli-Schule eine Vorzeigeschule. Sie ist eine Gemeinschaftsschule. Und die Schülerinnen und Schüler
haben schulischen Erfolg. Und das zeigt, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, wenn das Konzept stimmt, wenn wir nicht eine Rechtsschule haben, wo all diejenigen, von denen man sagt, ihr habt keine Chance, ihr habt eine schlechte soziale Herkunft, ihr habt einen Migrationshintergrund, quasi auf diese Rechtsschule verwiesen werden, sondern wenn wir eine Schule haben, die integriert, statt zu desintegrieren, dann ist es möglich, schulischen Erfolg für alle zu organisieren und Chancen für alle zu gewährleisten, liebe Genossinnen und Genossen. Und hier ist das Konzept der Gemeinschaftsschule, das, für das wir in der letzten Legislaturperiode gestritten haben und für das wir uns weiter einsetzen werden, erfolgreich umgesetzt worden. Und man sieht, es funktioniert, es bewirkt nahezu Wunder, liebe Genossinnen und Genossen. Und deshalb lasst uns weiter dafür streiten. Und dass es funktioniert, zeigen die mittlerweile über 20 Gemeinschaftsschulen, die wir in Berlin haben. Und es werden immer mehr. Und die Attraktivität dieser Schulen ist so groß, dass in der Regel die Anmeldezahlen die Zahl der Plätze übersteigt. Und deshalb lasst uns weiter mit diesem erfolgreichen Modell werben. Und lasst uns gleichzeitig diesen wichtigen Schritt, den wir gemacht haben, mit der Abschaffung der Hauptschule und der Schaffung und der Bildung der Sekundarschule. Lasst uns den in dieser Legislaturperiode zu einem erfolgreichen Schritt machen. Und deshalb haben wir im Wahlprogramm ja auch klar gesagt, wir wollen, dass dieses Modell der Sekundarschule erfolgreich ist, weil es ein Modell ist, das allen Schülerinnen und Schülern den Weg zum Abitur, zur Hochschulreife ermöglichen soll, weil es integrieren soll. Und das verlangt aber auch, dass wir ein großes Gewicht auf die Qualität in dieser Schule legen in den nächsten Jahren. Dass wir auf die Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer einen großen Nachdruck legen. Und dass wir dafür sorgen, dass auch ganz elementar Schule funktioniert und dass es nicht mehr vorkommt, dass am Schulanfang an der einen Schule 90% der Lehrer sind, an der anderen 110% der Lehrer sind und dann die Bildungsverwaltung erklärt, was ist das Problem, im Durchschnitt sind es 100%. Liebe Genossinnen und Genossen, sowas darf nicht mehr passieren. Schule muss funktionieren, das ist elementar und Schule muss Qualitätsentwicklung haben, weil das ist entscheidend für die Zukunftschancen. Und deshalb lasst uns einen Schwerpunkt darauf in dieser Legislaturperiode auf dieses Thema legen. Und lasst uns den Ganztagsbetrieb konsequent ausbauen. Das ist zentral, wenn wir den sozialen Zusammenhalt stärken wollen. Weil über den Ganztagsbetrieb kommen Schülerinnen und Schüler aus unterschiedlichen sozialen Herkünften, unterschiedlichen Elternhäusern zusammen. Und hier ist es auch möglich, Defizite auszugleichen. Und deshalb ist es auch eine unserer wesentlichen Forderungen, nachdem wir die Sekundarschule zur Ganztagsschule gemacht haben, die Lücke in der 5. und 6. Klasse zwischen der Hortbetreuung in den Klassen 1 bis 4 und der Ganztagsbetreuung ab der 7. Klasse, diese Lücke muss geschlossen werden. Wir brauchen in der 5. und 6. Klasse ein Ganztagsangebot. Hier muss in der nächsten Legislaturperiode diese Lücke geschlossen werden, damit wir ein flächendeckendes System der Ganztagsbetreuung haben. Das ist entscheidend für den schulischen Erfolg. Das ist aber auch ganz wichtig für die Frage, ob Familien in der Lage sind, ihre familiären Verpflichtungen und Vollzeiterwerbstätigkeit miteinander in Einklang zu bringen. Deshalb ist das auch eine wesentliche Frage der sozialen Gerechtigkeit, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir sehen auch an dieser Schulpolitik, dass Integration durchaus funktioniert. Wir haben in dieser Stadt tausendfach gelebte, erfolgreiche Integrationsgeschichte. Gleichzeitig haben wir aber immer wieder eine Diskussion über Integrationsprobleme, sogenannte Integrationsprobleme. Ich sage aber, das Problem ist nicht, dass Menschen aus der Türkei kommen, dass Menschen aus Kurdistan kommen, dass Menschen aus Russland kommen, dass sie unterschiedliche nationale Herkunft oder Religion haben. Sondern ein Problem entsteht dann, wenn diese Menschen keine Bildungschancen haben. Ein Problem entsteht dann, wenn diese Menschen keine Arbeit haben, keinen Ausbildungsplatz haben. Ein Problem besteht dann, wenn sie keine gesellschaftliche Teilhabe ermöglicht wird.
Und deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, brauchen wir eine Schule, die integriert und keine Schule, die teilt. Nicht die Herkunft ist das Problem, sondern die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die schulischen Rahmenbedingungen. Und daran müssen wir arbeiten. Und dann werden auch das, was immer unter Integrationsprobleme benannt wird, gelöst werden. Die Rütli-Schule zeigt, es geht, es kann funktionieren. Und das ist eine Aufgabe in der nächsten Legislaturperiode, hier noch besser und erfolgreicher zu werden, liebe Genossinnen und Genossen. Liebe Genossinnen und Genossen, nach der Atomkatastrophe in Japan ist das Thema Energiewende wieder zu einem politischen Top-Thema geworden. Die Wahlkämpfe in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz waren in gewisser Weise Volksabstimmungen gegen die Atomenergie. Und wir sehen ja, mit welcher affenartigen Geschwindigkeit die schwarz-gelbe Regierung offensichtlich dabei ist, ihren Atomkurs zu ändern, von der Verlängerung der Atomlaufzeiten jetzt offensichtlich in Richtung eines Ausstiegsszenario. Da sage ich an der Stelle, bin ich ganz froh, dass Schwarz-Gelb dem grünen Motto, das Fähnchen in den Zeitgeist zu hängen, gefolgt ist, weil im Moment der Zeitgeist in dieser Frage von der richtigen Richtung weht und in die richtige Richtung weht. Und ich sage ganz klar, die Linke war und ist für den unverzüglichen Ausstieg aus der Atomenergie. Und unverzüglicher Ausstieg aus der Atomenergie heißt nicht zurück zum rot-grünen Atomkompromiss. Weil mit diesem rot-grünen Atomkompromiss wäre bis heute ein Atomkraftwerk abgeschaltet. Und wir hätten mit der Übertragung der Restlaufzeiten möglicherweise bis 2030 diese Dinger immer noch am Laufen. Nein, wir müssen so schnell wie möglich raus, ohne schuldhafte Verzögerung. Dafür steht die Linke und dafür müssen wir Druck entwickeln, liebe Genossinnen und Genossen. Und das heißt auch, unser Ziel ist nicht nur der unverzügliche Ausstieg aus der Atomenergie, sondern wir wollen auch so schnell wie möglich 100% erneuerbare Energien erreichen, weil die fossilen Energieträger gehen zu Ende. Sie werden immer teurer, sie werden immer knapper und sie führen zum CO2-Ausstoß und damit zur Verschärfung der Klimakatastrophe. Aber dieser Umstieg auf eine neue ökologische Energieversorgung, eine Energieversorgung mit erneuerbaren Energien, setzt nicht nur einfach voraus, dass wir die Energieträger wechseln, dass wir Atomenergie durch Sonnenenergie ersetzen, dass wir Kohleenergie durch Windenergie ersetzen. Nein, es muss darum gehen, dass wir die monopolartigen Strukturen der Energiewirtschaft mit den vier großen Versorgern, Vattenfall, RWE, E.ON und NBW, dass wir diese Strukturen verändern. Die Zukunft der Energieversorgung sind nicht Großkonzerne, die Zukunft der Energieversorgung sind dezentrale kommunale Strukturen. Und das, liebe Genossinnen und Genossen, müssen wir deutlich machen. Wer die ökologische Wende will, der muss die Rekommunalisierung der Energieversorgung angehen. Das ist die Aufgabe. Albert Einstein hat mal die kluge Bemerkung gemacht, man kann Probleme nicht dadurch lösen, indem man das gleiche Denken anwendet, das zu dem Problem geführt hat. Und deshalb sage ich, die Energiewende wird nicht mit den vier großen Energiekonzernen umsetzbar sein. Das heißt, den Bock zum Gärtner zu machen. Die haben gänzlich andere Interessen. Die haben das Interesse, ihre Großanlagen da den Absatz zu garantieren, ihre Großanlagen so lange wie möglich laufen zu lassen und den Umstieg auf die erneuerbaren Energien zu verzögern, liebe Genossinnen und Genossen. Und deshalb müssen wir an dieses Thema ran. Das ist nicht nur ein Thema auf der Bundesebene. Nein, es ist ein elementar kommunales Thema, die Rekommunalisierung anzugehen und hier diese monopolartigen Strukturen und die Abhängigkeit, die wir haben von der Energieversorgung durch die vier Großen, diese Abhängigkeit zu durchbrechen. Und die ökologische Energieversorgung ist naturgemäß dezentral.
Solaranlagen, Windenergie, dezentrale Biogasanlagen in Heizkraftwerken mit Kraft-Wärme-Kopplung. Das wird die Zukunft der Energieversorgung sein. Und der Schlüssel zu einer solchen alternativen Energieversorgung sind die Netze. Die Netze sind kommunale Infrastruktur, elementare kommunale Infrastruktur. Sie sind die Lebensadern einer Stadt und wir dürfen und können sie nicht den Privaten überlassen. Denn, liebe Genossinnen und Genossen, wer über die Netze verfügt, der entscheidet darüber, welche Energiemengen zu welchem Zeitpunkt eingespeist werden können und woher die Energie bezogen wird. Wer über die Netze verfügt, der entscheidet über die Auslegung und den Ausbau des Netzes, entscheidet über die Investition in dieses Netzes und er entscheidet auch darüber, welche Produktionsstandorte an diese Netze angebunden sind. Mit anderen Worten, wer über die Netze verfügt, der entscheidet auch darüber, wie schnell der Strukturwandel hin zu dezentraler und ökologischer Energieversorgung und Stromerzeugung geschehen kann. Und deshalb sage ich ganz klar, das Netz gehört in die kommunale Hand. Das Netz ist kommunale Infrastruktur. Wir brauchen den öffentlichen Einfluss auf die Netze, damit wir über die Investitionen in dieses Netz Steuern eingreifen können, damit wir die Netze so ertüchtigen können, dass sie aufnahmefähig sind, dass sie die erneuerbaren Energien auch wirklich umsetzen können. Das ist eine zentrale Aufgabe, die wir uns für die nächste Legislaturperiode vornehmen sollten und damit dem Beispiel auch anderer Kommunen folgen, die dies schon längst angegangen haben, liebe Genossinnen und Genossen. Und auch hier ist die Linke die einzige Partei, die hier eine konsequente Position einnimmt. Die Grünen, habe ich jetzt mit Verwunderung zur Kenntnis genommen, haben im Abgeordnetenhaus erklärt, wir brauchen eigentlich kein Eigentum an den Netzen. Wir können das ja auch über Konzessionsverträge regeln. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, man kann über Konzessionsverträge einiges regeln. Aber man kann über Konzessionsverträge, die in der Regel über 15 Jahre und mehr laufen, kann man nicht wirklich steuernd Einfluss nehmen. Man kann nicht Einfluss nehmen auf die konkreten Investitionsentscheidungen. Man überlässt es den Privaten, man überlässt es Aktiengesellschaften, die andere Interessen haben als die Kommune. Egal, was man in diese Verträge reinschreibt, habt ihr denn immer noch nicht begriffen, am Beispiel der S-Bahn kann man den Grünen nur fragen, dass man noch so gute Verträge verhandeln kann, aber wenn die Verfügungsgewalt, wenn die Entscheidung über Investitionen, über Instandhaltung etc. bei den Privaten liegt, dann liegt sie bei den Privaten und nicht bei der öffentlichen Hand und das macht den Unterschied aus und deshalb stehen wir konsequent für kommunales Eigentum an den Netzen und die Grünen wabern wieder rum in dieser Frage, liebe Genossinnen und Genossen. Und deshalb sage ich an dieser Stelle auch ganz klar, wer sich scheut, die Eigentumsfrage zu stellen, der wird nicht in der Lage sein, den ökologischen Umbau dieser Gesellschaft voranzutreiben. Das sollte unsere Botschaft sein, liebe Genossinnen und Genossen. Und bei der SPD ist es wie immer. Die SPD beschließt auf ihrem Parteitag das, was wir schon vorher gefordert haben. Auch die SPD will die Verfügung über die Netze. Das ist Parteitagsbeschluss, kann abgeheftet werden. Keiner der SPD-Senatoren kümmert sich um das Thema. Nichts passiert. Und deshalb sage ich, es wird nur in dieser Frage was passieren, wenn die Linke bei den nächsten Wahlen so stark wie möglich ist und die SPD zum Jagen tragen kann, damit sie ihre eigenen Parteitagsbeschlüsse ernst nimmt, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich sage an dieser Stelle auch, das Thema Rekommunalisierung, das ist kein Wunschkonzert linker Spinner oder linker Ideologen, die meinen, man müsste jetzt mal wieder das Geld zum Fenster rausschmeißen. Dem Finanzsenator fällt zu dem Thema immer nur ein, Berlin hat kein Geld. Da sage ich, wenn Berlin kommunales Eigentum zurückerwirbt,
dann erwirbt Berlin Vermögen. Den Schulden, die wir aufnehmen, steht ein Wert gegenüber. Aus den Netzen, aus dem kommunalen Eigentum an Wasser zum Beispiel, kommt ja auch ein Ertrag, mit dem wir diesen Kredit refinanzieren können. Jedes private Unternehmen, jeder private Konzern, liebe Genossinnen und Genossen, nimmt einen Kredit auf, investiert und refinanziert diesen Kredit dann durch den Erträgen aus dieser Investition. Warum sollen das nur Private können? Warum soll das nicht die öffentliche Hand können? Das ist doch eine absurde Denke. Und vor allen Dingen, wo wir für die Stadt, für das Gemeinwesen ja ganz viel zurückgewinnen, weil wir damit auch Wertschöpfung in der Stadt gewinnen und auch Wertschöpfung und Arbeitsplätze in der Stadt halten können, dadurch, dass wir Rekommunalisierung. Kein Großkonzern, heißen Sie Vattenfall, RWE oder sonst noch was, kann bei rekommunalisiertem Eigentum Tätigkeiten auslagern, outsourcen, verlagern an andere Standorte. Das ist die Sicherung auch von Arbeitsplätzen in dieser Stadt, von Steuereinnahmen. Man muss mal aus dieser engen kameralistischen Brille rauskommen. Ich sage, das ist eine Investition in die Zukunft, die sich lohnt. Und andere Städte wie Dresden, Halle, Kassel haben es uns vorgemacht. Warum muss die Hauptstadt hier hinterher dackeln? Nein, wir können hier vorangehen. Wir können ein Modell für die Zukunft schaffen, indem wir an das Thema Netze rangehen und das mit ökologischer Energieversorgung verbinden. Und liebe Genossinnen und Genossen, ich habe mich gefreut, in der letzten Infratest-DiMAP-Umfrage wurde die Frage gestellt an die Berlinerinnen und Berliner, sind Sie dafür, dass es ein kommunales Stadtwerk in Berlin gibt? Und wären Sie, war die zweite Frage, wären Sie bereit, zu diesem Energieversorger zu wechseln? Auf beide Fragen eine Antwort von mehr als 2/3. Und das, liebe Genossinnen und Genossen, ist Rückenwind für uns. Lasst uns mit diesem Thema arbeiten, lasst uns mit diesem Thema werben, lasst uns in diesem Thema in den Wahlkampf gehen und lasst uns die Auseinandersetzung mit der Inkonsequenz von SPD und Grünen in dieser Frage führen. Und Rekommunalisierung brauche ich, glaube ich, hier nicht groß erwähnen, heißt für uns natürlich auch, wir wollen unser Wasser zurück. Deshalb sind wir gegenwärtig in Verhandlungen mit RWE, deshalb sind wir in Verhandlungen mit Veolia, um die Wasserverträge zu ändern. Und jetzt nehme ich da aus der SPD immer wieder so interessante Äußerungen. Statt gemeinsam mit uns an diesem Thema zu arbeiten, machen die ein blödsinniges Wahlkampfgeplänkel. Haben wir gestern ein Interview des Finanzsenators, in dem drinsteht, naja, da hätte doch mal der Wirtschaftssenator schon mal längst die Preise senken können. Nur mal der Nachklapp dessen, was Wovereit gesagt hat. Liebe Genossinnen und Genossen, die Vorschläge, die der Finanzsenator in seinem Interview macht, was man tun könnte, um die Preise zu senken, das hat er entnommen aus einem Brief, den ich Ihnen am 2. März diesen Jahres geschrieben habe und die Vorschläge, die ich seinem Vorgänger Sarrazin und ihm auch schon viel früher gemacht habe, das sind meine Vorschläge, die er jetzt versucht, gegen mich zu wenden, die er in der Vergangenheit immer abgeblockt hat, weil er gesagt hat, wir müssen noch auf die Einnahmen im Landeshaushalt gucken. Da sage ich, liebe Freunde und Freundinnen von der Berliner Sozialdemokratie, dieses krumme Spiel machen wir nicht mit. Entweder gilt Loyalität. Entweder gilt Loyalität nach beiden Seiten. Oder wir listen mal da, wo wirklich was hätte geschehen können und wo es von den Sozialdemokraten blockiert worden ist in den letzten Jahren, systematisch, weil sie nur die Eurozeichen im Kopf gehabt haben und nicht an die Berliner Verbraucherinnen und Verbraucher gedacht haben. Weshalb sie dann in der Kumpanei mit den Privaten waren, weil es um die Tarife ging, dann listen wir das mal im Detail auf. Aber ich sage, liebe Genossinnen und Genossen, dieses Spiel,
1999 gegen unseren Widerstand zu privatisieren. Dann mit den Privaten in die Kumpanei zu gehen, wenn es darum geht, die Wasserpreise hochzuhalten. Und jetzt zu rufen, haltet den Dieb, das lassen wir nicht durchgehen. Und deshalb sage ich, zurück zur gemeinsamen Linie der Rekommunalisierung. Lasst uns gemeinsam erfolgreich sein. Leistet tätige Wiedergutmachung, anstatt die Schuld von euch wegzuschieben und dann auch noch den Gutenberg zu geben, indem ihr meine Vorschläge als eure Vorschläge ausgebt, liebe Genossinnen und Genossen. Und dann komme ich noch zu einem grundsätzlichen Thema. Über das müssen wir auch reden, weil da geht es um den Charakter von öffentlichen Unternehmen. Wenn der Finanzsenator in seinem Interview sagt, das geht doch nicht, dass Wolf als Aufsichtsratsvorsitzender der Berliner Wasserbetriebe darauf achten muss, dass dieses Unternehmen Gewinn erwirtschaftet und gleichzeitig als Politiker die Interessen der Verbraucher vertritt. Da sage ich, das ist ein grundlegendes Missverständnis eines öffentlichen Unternehmens. Und bekanntlich nutzt ja auch ein Blick in das Gesetz bei der Rechtsfindung. Und im Berliner Betriebegesetz ist eindeutig geregelt, die öffentlichen Unternehmen werden nach kaufmännischen Kriterien geführt, aber sie haben gemeinwirtschaftliche Gesichtspunkte zu beachten und sie haben kundenfreundlich, sozial und ökologisch zu produzieren. Das heißt, der Zweck eines öffentlichen Unternehmens ist nicht die maximale Rendite, sondern der Zweck eines öffentlichen Unternehmens sind gute Dienstleistungen für die Berlinerinnen und Berliner. Und deshalb sage ich, ein öffentliches Unternehmen ist keine private Fischfabrik, liebe Genossinnen und Genossen. Und deshalb wollen wir auch öffentlichen Einfluss auf den Betrieb der S-Bahn. Und auch an dieser Stelle sage ich noch mal, auf Grüne und SPD kann man sich an dieser Stelle nicht verlassen. Die Grünen fordern seit Ewigkeiten unisono die Ausschreibung des S-Bahn-Betriebs. Da sage ich, ja, wollt ihr denn neben Wasser auch noch Veolia bei der S-Bahn haben? Das ist doch den Teufel mit dem Belzebub ausgetrieben. Wenn das Problem bei der S-Bahn darin bestand, dass im Vorfeld des Börsengangs der Bahn versucht wurde, die Rendite hochzutreiben, um den Börsenwert des Unternehmens Deutsche Bahn zu steigern. Ja, wollt ihr denn jetzt Private, die auch renditeorientiert sind, wollt ihr denen denn den S-Bahn-Betrieb geben? Meint ihr denn, das wird besser, vielleicht die ersten 3 oder 4 Jahre, aber nicht nach 6 oder 7 Jahren, wenn die das Zeug wieder auf Verschleiß gefahren haben? Liebe Genossinnen und Genossen, wir sind die einzige Partei, die konsequent gegen die Zerschlagung des S-Bahn-Systems und für kommunalen Einfluss auf die S-Bahn steht. Lasst uns dafür kämpfen in diesem Wahlkampf und lasst uns dafür streiten. Und, liebe Genossin, lasst uns auch im Wahlkampf deutlich machen unseren Vorschlag, weil wir wissen ja nicht, ob wir immer in Berlin regieren. Kann ja auch mal anders kommen. Lasst uns dafür streiten, dass auch für künftige Zeiten Privatisierung zumindest massiv erschwert werden der öffentlichen Daseinsvorsorge. Und deshalb der Vorschlag in unserem Wahlprogramm, in die Verfassung eine Regelung aufzunehmen, dass vor Privatisierung der öffentlichen Daseinsvorsorge ein obligatorischer Volksentscheid stattfinden muss. Das, liebe Genossinnen und Genossen, dafür sollten wir versuchen, in diesem Wahlkampf zu werben. Und wenn man sich die Umfragen ansieht, kann es durchaus sein, dass wir eine Zweidrittelmehrheit von SPD, Linke und Grüne im nächsten Parlament haben. Und dann lasst uns von SPD und Grünen verlangen und lasst uns ihnen die Frage vorlegen, seid ihr dafür, dass vor künftigen Privatisierungen, wer auch immer sie vorhat, der öffentlichen Daseinsvorsorge, das Volk befragt wird und dass das nicht willkürlich im Parlament oder von einem Senat entschieden wird. Dafür lasst uns werben, liebe Genossinnen und Genossen. Und, liebe Genossinnen und Genossen, ich glaube,
Wir sind gut beraten, wenn wir in diesem Wahlkampf das Thema Mietenentwicklung und Verdrängung einkommensschwacher Mieterinnen und Mieter aus der Innenstadt zu einem ganz wesentlichen und zentralen Wahlkampfthema machen. Weil dieses Problem der Mietsteigerung, der wachsenden Verdrängung aus der Innenstadt ist in den letzten Jahren, ich glaube, in rapider Geschwindigkeit angewachsen. Und wenn einige immer noch davon reden, insbesondere aus der Berliner Sozialdemokratie, dass wir ja immer noch einen entspannten Wohnungsmarkt haben und dass in Berlin alles schön ist und dass man eigentlich nicht wirklich was tun muss. Wenn Klaus Wowereit neulich in einem Interview sagt, naja, da stehen doch zehntausende Wohnungen leer, wo ist das Problem? Da sage ich, ihr habt noch nicht begriffen, was in dieser Stadt gegenwärtig vor sich geht. Das ist Realitätsverweigerung und wir sollten über die Realitäten in dieser Stadt reden, liebe Genossinnen und Genossen. Und die Realität, ist, dass in bestimmten Stadtbereichen bei Neuvermietungen versucht wird, Mieterhöhungen bis zu 30% durchzusetzen. Die Realität ist, dass wir einen deutlichen Anstieg der Mieten im Innenstadtbereich haben, dass wir immer mehr Umwandlungen von Miet- in Eigentumswohnungen haben, dass wir eine Wohnungsknappheit haben in bestimmten Segmenten, insbesondere bei den bezahlbaren Wohnungen. Und wenn ich neulich von jemandem erzählt bekomme, dass von den Akten, die bei den Sozialämtern und bei den Jugendämtern im Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg liegen, immer mehr Akten nach Marzahn-Hellersdorf gehen, was ja nur ein Indiz dafür ist, dass einkommensschwache Schichten verdrängt werden aus dem Innenstadtbereich, zum Beispiel in Quartiere wie Marzahn-Hellersdorf, dann macht das deutlich, es findet Verdrängung in Größenordnung statt und wir sollten uns das zur Aufgabe machen, dem entgegenzuwirken, liebe Genossinnen und Genossen. Ja, es ist gut, wenn Berlin so attraktiv geworden ist in den letzten Jahren, unter anderem durch Rot-Rot, dass auch einkommensstarke Schichten nach Berlin ziehen, die sich höhere Mieten leisten können. Aber wir müssen darauf achten, dass soziale Mischung erhalten bleibt. Soziale Mischung ist ganz zentral, weil da geht es um die Frage, die grundlegende Frage, was für eine Stadt wollen wir? Und ich will eine Stadt, in der auch Normalverdienerinnen und Normalverdiener, Menschen mit niedrigem Einkommen, Menschen, die Hartz IV beziehen, auch in der Innenstadt wohnen können. Und ich möchte, dass der Geschäftsführer eines Unternehmens, der Professor, zusammen mit der Verkäuferin, dem Hartz-IV-Empfänger und dem Studenten in einem Kiez wohnt. Ich will kein Ghetto für Besserverdienende. Und ich will nicht, dass diejenigen, die normal verdienen und die niedriges Einkommen haben, an die Stadtränder verdrängt werden, sondern wir wollen eine Stadt für alle. Wir wollen, dass die Leute im gleichen Quartier leben. Wir wollen, dass die Leute die gleiche Schule besuchen. Da soll die Tochter der berühmten Hartz-IV-Empfängerin soll eben zusammen mit dem Sohn des Geschäftsführers eines Unternehmens in eine Schule gehen, in einem Stadtquartier. Das ist das Modell, das wir wollen. Wir brauchen diese Reibung, wir brauchen diese Auseinandersetzung. Und im Übrigen macht diese Mischung ja auch die Attraktivität dieser Stadt aus. Und deshalb lasst uns für den Erhalt dieser sozialen Mischung und dieser sozialen Integration, die wir gegenwärtig in dieser Stadt noch haben, kämpfen, liebe Genossinnen und Genossen. Und das Modell für diese Stadt kann auch nicht sein, dass potenzielle grüne Wählerinnen und Wähler aus Böblingen nach Berlin ziehen, weil sie sagen, na, das ist so aufregend in dieser Stadt und das ist anders als in Böblingen. Ja, das ist so. Das Problem ist nur, liebe Genossinnen und Genossen, wenn die dann das ganze Kiez in Prenzlauer Berg besiedeln
und dort Böbling wieder neu errichten und es dort aussieht wie auf dem Biomarkt in Böbling, dann ist das auch nicht mehr attraktiv, liebe Genossinnen und Genossen. Deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns deutlich machen, welche Vorschläge wir haben, um diesem Problem der Verdrängung in der Stadt und der Mietsteigerung entgegenzuwirken. Wir wollen, dass es einen neuen kommunalen Wohnungsbau gibt. Und dazu müssen die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften auch befähigt werden. Kommunale Wohnungsbaugesellschaften haben nicht die zentrale Aufgabe, Renditebringer für den Landeshaushalt zu sein, sondern kommunale Wohnungsbaugesellschaften haben die zentrale Aufgabe, bezahlbaren Wohnraum auch im Innenstadtbereich zur Verfügung stellen. Und dazu muss ihnen ökonomisch die Möglichkeit gegeben werden. Und deshalb dürfen keine überzogenen Renditeerwartungen gerichtet werden. Wir müssen auch gucken, wie wir sie zum Beispiel durch Erlass von sogenannten Aufwendungsdarlehen entlasten, damit kommunaler Wohnungsbau wieder eine Chance hat, auch in der Innenstadt, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir wollen auch Modelle, die Quersubventionierung ermöglicht. Weshalb soll es in einem Komplex nicht möglich sein, dass es einen Teil der Wohnungen gibt, die für Besserverdienende, die höhere Miete zahlen können, vorgehalten wird und darüber aber auch dann Wohnungen für Normalverdiener und Geringverdiener subventioniert werden durch die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften? Das ist ein Modell, über das wir nachdenken sollten und über das wir mit den kommunalen Wohnungsbaugesellschaften reden sollten. Dann würde auch soziale Mischung gewährleistet werden, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir müssen dafür sorgen, dass die Umwandlungsfrist, die verstreichen muss, bis Miet in Eigentumswohnungen umgewandelt werden können, dass diese verlängert wird, dass diese auf 10 Jahre ausgeweitet wird. Da steht im August eine Entscheidung an. Lasst uns Druck machen, dass dieser Senat eine solche Entscheidung auch trifft, damit auch hier ein Riegel vorgeschoben wird gegen die Vernichtung von günstigem Wohnraum in dieser Stadt. Und da müssen wir auf der Landesebene und auf der bezirklichen Ebene ganz eng zusammenarbeiten. Lasst uns auch die Möglichkeiten, die das Städtebaurecht bietet, nutzen. Zum Beispiel über Milieuschutzsatzungen zu versuchen, Luxusmodernisierung zu begrenzen, einzuschränken und damit auch mietpreisdämpfend zu wirken, liebe Genossinnen und Genossen. Und wir brauchen auch eine andere Liegenschaftspolitik im Land Berlin. Es kann nicht mehr sein, dass die landeseigenen Liegenschaften nur unter dem Gesichtspunkt der maximalen Verwertung veräußert werden. Nein, da wo es sinnvoll ist und da wo es möglich ist, müssen öffentliche Liegenschaften dann auch für neuen kommunalen Wohnungsbau zu günstigen Konditionen abgegeben werden, damit wir hier im Innenstadtbereich auch in der Lage sind, preisgünstige Wohnungen durch die kommunalen Wohnungsbaugesellschaften erstellen zu lassen. Oder lasst uns die Vergabe von öffentlichen Grundstücken an Private, an soziale Kriterien, an Bindungen koppeln. Damit kommen wir weiter und nicht nur, indem versucht, der Finanzsenator maximale Rendite aus der Veräußerung öffentlichen Grund und Bodens zu schlagen. Und wir müssen alle rechtlichen Möglichkeiten ausschöpfen, dass diese Perversion aufhört. Dass die Wohnungen, die ehemals öffentlich gefördert waren und die aus der Anschlussförderung rausgefallen sind, nach dem Rausfall aus dieser Anschlussförderung in der Lage sind, unabhängig vom Mietpreisspiegelniveau die Kostenmiete zu nehmen, das heißt Mieten von 13, 14, 15 Euro teilweise zu nehmen. Es ist absurd, das sind Wohnungen, die früher öffentlich gefördert worden sind und das sind mittlerweile die teuersten Wohnungen und sind von jeder rechtlichen Restriktion ausgenommen. Das ist eine Absurdität und das ist eine Perversion und deshalb sollten wir alle rechtlichen Möglichkeiten nutzen, damit diese Wohnungen diesen Status verlieren, in dem die Kostenmiete verlangt wird. Und ich sage auch, gerade in den Bereichen, die unter Aufwertungsdruck stehen und wo die Möglichkeit besteht, dass diese überhöhte Miete genommen wird, da müssen wir, wenn das weiterhin
diese Wohnungen den Status öffentlich gefördert haben, müssen wir darauf bestehen, dass Belegungsrechte existieren und dass nur Menschen, die ein bestimmtes Einkommensniveau haben, das heißt die Niedrigverdiener und Normalverdiener, in diese Wohnung einziehen können, dann ist es nämlich nicht mehr durchsetzbar, 14 oder 15 Euro. Weil wenn die Belegungsrechte existieren, würden diese Wohnungen leer stehen bleiben. Und deshalb, liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns dafür streiten, dass auch hier ein Riegel vorgeschoben wird, damit aus ehemals öffentlich geförderten Wohnungen die Leute sich dann eine goldene Nase verdienen, irgendwelche Fonds, Immobilienunternehmen und andere. Liebe Genossinnen, und Genossen, wir müssen auch darüber nachdenken, ob es nicht die Möglichkeit gibt, die Zweckentfremdungsverbotsverordnung, wunderschönes Wort, schöner bürokratischer Begriff, aber da geht es darum, dass es die gesetzliche Möglichkeit gibt, zu verhindern, dass Mietwohnungen dann zu gewerblichen Zwecken umgenutzt werden. Das ist 2002 in Berlin angesichts des entspannten Wohnungsmarktes durch Gerichtsentscheid aufgehoben worden. Jetzt hat sich die Lage geändert und wir sollten ernsthaft prüfen, ob das nicht wieder eingeführt werden kann. Wenn ich neulich die Zahl gehört habe, dass mittlerweile in Berlin 10.000 Wohnungen als sogenannte Ferienwohnungen genutzt werden, dann ist das eine massive Vernichtung von Wohnraum, der für die Berlinerinnen und Berliner zur Verfügung gestanden hat. Und das ist eine Fehlentwicklung, der müssen wir Einhalt gebieten. Und ihr müsst euch das mal überlegen. Eine solche Ferienwohnung wird dem normalen Mietwohnungsmarkt entzogen und wird dann für relativ teures Geld an Touristinnen und Touristen vermietet. Da verdient man ein Schweinegeld damit. Und deshalb sage ich, diese Fehlentwicklung muss gestoppt werden. Wir müssen Zweckentfremdung von Wohnraum verhindern. Wir fordern auf der einen Seite Wohnungsneubau in Größenordnung von mehreren tausend Wohnungen pro Jahr. Und da werden 10.000 Wohnungen fehlgenutzt. Und deshalb ist das auch ein Instrument, wie man preisgünstig wieder an Wohnraum für die Berlinerinnen und Berliner zurückkommen kann. Auch deshalb lasst uns für eine solche Politik streiten. Liebe Genossinnen und Genossen, das soziale Berlin, das ist mehr als die Subventionierung des Sozialtickets bei der BVG und dem öffentlichen Personennahverkehr. Das ist auch mehr als 5.000 oder 6.000 Stellen im öffentlichen Beschäftigungssektor. Sondern wir streiten um ein Modell für die Entwicklung dieser Stadt. Wir streiten um ein Modell der Metropolenentwicklung, das sozial ist. Wir wollen eine Stadt für alle. Wir wollen eine Stadt, die integriert und die nicht trennt. Die nicht trennt nach Nationalität und sozialer Herkunft, nach Religion, Geschlecht und sexueller Orientierung. Liebe Genossinnen und Genossen, wir wollen eine Stadt der Vielfalt. Eine Stadt, die die Unterschiedlichkeit der Menschen, die hier leben, die unterschiedlichen Talente als Chance und nicht als Problem begreift. Wir wollen gleiche Bildungschancen für alle. Wir wollen gute und existenzsichernde Erwerbsarbeit für die Berlinerinnen und Berliner. Und wir wollen eine öffentliche Daseinsvorsorge unter kommunaler Kontrolle und nicht die Unterwerfung unter private Verwertungsinteressen. Wir wollen eine Stadt, die nicht gespalten ist. Wir wollen eine Stadt, die alle Chancen gibt und die niemanden zurücklässt. Das, liebe Genossinnen und Genossen, das ist für uns das soziale Berlin. Dafür steht die Linke und ich sage konsequent nur die Linke. Und deshalb lasst uns für diese Ziele im Wahlkampf streiten, möglichst viel Unterstützung zu gewinnen. Und lasst uns dann auch in einer Position sein, in dem die anderen nicht ohne uns können, sondern sich mit unseren Konzepten auseinandersetzen müssen. Die Voraussetzung dafür ist die Menschen im Wahlkampf dafür zu begeistern, zu gewinnen, gesellschaftliche Unterstützung zu mobilisieren. Liebe Genossinnen und Genossen, lasst uns heute den Auftakt dazu geben.